Hallo, ich heiße Johann Peter und wir wollen uns heute mit dieser Aufgabe hier beschäftigen. Diese Aufgabe haben wir schon mehrmals berechnet, beziehungsweise wir haben uns damit schon mehrmals beschäftigt. Das erste Mal hatten wir die unterschiedlichen Möglichkeiten untersucht für eine statische Bestimmtheit, also für ein statisch bestimmtes Grundsystem zu bekommen, weil das System hier einfach statisch und bestimmt ist. Im zweiten Teil haben wir uns die Gelenkreaktion genau bestimmt. Im dritten Teil haben wir ein Gelenk hier hinzugefügt und wir haben die Berechnung durchgeführt. In dem vierten Teil haben wir ein Gelenk hier eingesetzt und die Berechnung durchgeführt. Und jetzt setzen wir ein Gelenk hier in den oberen Teil und berechnen das System wieder. Das führen wir diesmal schnell, ohne zu viele Erklärungen. Wir setzen da ein Gelenk ein und wir führen die Summe aller Kräfte, also Summe aller Momente um das Festlager hier. Damit bekommen wir Q mal 2L mal L durch 2L hier als Belastung, damit muss die Kraft hier QL nach oben haben. Summe Kräfte in vertikale Straffung im gesamten System führt zu QL hier und Summe Kräfte in horizontale Straffung im gesamten System führt zu 2QL hier. Hier muss dann das Moment 0 sein und bleibt konstant mit 0, weil wir keine Querbelastung haben. Hier ist das Moment 2QR und wir haben genau diese Situation hier gehabt in Teil 4. Wir bekommen hier 1,5. Und hier die Quellkontakte kann man da noch anhängen. Die 1,5 gehen rund um die Ecke und gehen dann linear zu 0 dort. Okay? Also hier haben wir 0 in dem vertikalen Teil und dieses Moment geht rund um die Ecke sozusagen. Dieses Moment kann nicht nach oben gehen, weil wir da ein Gelenk haben. Es geht einfach rund um die Ecke. Im Teil 4 war eher die Situation die folgende, weil das Moment war eher hier links. Und es war dann so, dass wir hier unten 0 hatten und das Moment hier könnte nicht links gehen, könnte nur nach oben gehen. Also es geht dann weiter mit 0. Beziehungsweise selbst wenn wir da eine Ecke gehabt hätten, dann würde das Moment hier von 0 übergehen und wir hätten hier oben auch 0. Ja, das ist passiert in Teil 4. Ja, das war die Situation hier. Aber selbst wenn es so wäre, es wäre genau dasselbe. Und jetzt passiert dann dasselbe. 0 hier ist dann auch 0 in dem waagerechten Teil an der Stelle. Deswegen ist der Verlauf hier linear von 1,5 zu 0. Gut. Was passiert in dem oberen Teil? Hier haben wir einen Pendelstab. Geradlinig, keine Querbelastung. Und keine Einzelmomente. Das Moment da drin ist konstant mit 0. Es bedeutet aber nicht, dass wir keine Kraft da drin haben. Wir haben nämlich eine Kraft da drin und die können wir mal berechnen. Ich zeichne mal den Teil hier. Ich kann den mal ruhig so zeichnen. Das ist ein Pendelstab, also er hat nur Kräfte in Längsrichtung. Ich zeichne dann hier, er hat nur eine Kraft in Längsrichtung. Aber ich könnte auch ruhig eine Kraft in Horizontalrichtung zeichnen. So, für uns erstmal. Ich wollte irrelevant sagen, stimmt aber nicht ganz. Zeichnen wir die mal und zeigen wir dir, dass sie gleich 0 ist. Ich zeichne jetzt dann den Pendelstab selbst. Wie schon gesagt. Wenn man erkennt, dass es ein Pendelstab ist, dann weiß man, dass wir da keine Querkräfte haben, keine Momente. Also, dass die Horizontalkraft hier 0 ist. Aber wie würde man das zeigen? Wir haben hier auch Gelenkreaktionen. Wir führen mein Momentengleichgewicht um den Knoten hier. Dann verschwindet die vertikale Kraft hier und es bleibt nur diese blaue Kraft hier übrig mit dem Hebel am L. Und wir haben hier keine Querbelastung. Von daher muss diese Kraft hier 0 sein. Diese blaue Kraft muss 0 sein. So. Jetzt kommen wir zurück zu dem Teil und wir führen Momentengleichgewicht an der Stelle. Unsere Belastung hier mit der Querkraft, mit der
Strecken lassen muss man nicht vergessen. Wir hätten dann hier QL, meine Hebelarm L halbe. Und da hätten wir eine Kraft, eine gesuchte Kraft mit einem Hebelarm 2L. Also die gesuchte Kraft ist ein Viertel von QL. Und das hier ist ein minus QL-Viertel, die Vertikale. Die Horizontale ist QL hier vollständig, weil dort keine horizontale Kraft aufgenommen werden kann. Was schreiben wir dann letztendlich als Momentenverlauf? So was. Die QL-Viertel mal 2 führen dann zu 1,5 an der Stelle. Und wir haben weiterhin hier eine Querkraft von 0, siehe Teil 3. Okay, also das ist eine Situation, die wir eigentlich kennen. Ja, das ist eine Situation, die wir kennen. Und wir haben genau, es ist unglaublich, es ist derselbe Momentenverlauf als in Teil 3, also wenn wir das Gelenk eher hier eingesetzt hatten. Gut, wir zeichnen es einfach. Es ist 0,5 hier, linear zu 0. Und es geht rund um die Ecke. Und es bleibt hier konstant, also ohne Steigung erstmal und dann die Parabel natürlich. Gut. Sehr schön. Das ist M0 mit der Einheit QL Quadrat. Dann können wir mal in 1 zeichnen. Was machen wir im Einsatzfall? Wir setzen zurück die Bindung, die wir gelöst hatten. Hier wissen wir, dass das 1-Moment hier führt zu einem Sprung dann im Momentenverlauf. Der Wert läuft später linear zu 1. Die Frage ist aber, was passiert mit dem 1 hier? Ist der Sprung dann hier in den unteren Teil und läuft dann zu 0? Oder ist es in dem Teil hier und läuft da zu 0? Oder wird es irgendwie verteilt zwischen den beiden? Wie geht man vor? Analog wie in Teil 4. Analog wie in Beispiel 2.2. Wir kommen aus einer anderen Seite und wir überlegen uns nicht direkt, was hier passiert, sondern wir kommen aus anderen Seiten herauszufinden, was da eigentlich passiert. Summale Kräfte in Horizontalrichtung hier auf das Gesamtsystem führt zu einer Horizontalkraft hier von 0. Summale Momentum, das Festlager, führt zu einer Vertikalkraft hier von 0. Und summale Kräfte in Vertikalrichtung vom Gesamtsystem führt auch zu einer Vertikalkraft hier von 0. An der Stelle hier muss das Moment 0 sein, da der Körper da am Festlager aufhört. Und dadurch, dass wir hier keine Querbelastung haben, kann das Moment hier auch nicht von 0 zu irgendwelchen Wert steigen. Von daher bleibt es da linear bzw. konstant an der Stelle mit 0. Und wenn wir kein Moment in diesem vertikalen Teil haben, heißt es, dass dieses 1-Moment hier nur ins waagerechte Element gehen kann. Also der Sprung erfolgt in diesem waagerechten Element. Gut, was passiert hier? Da hört der Körper auch am Festlager auf, von daher ist das Moment hier 0. Und wir haben da keine Querbelastung ebenfalls. Das Moment in dem Teil ist dann auch konstant mit 0. Das Moment hier geht rund um die Ecke in das waagerechte Element, sodass wir hier im linken Knoten des waagerechten Elements hier auch 0 haben. Der Verlauf des Momentes dann in diesem Element ist linear mit dem Wert 1 am rechten Knoten und 0 am linken Knoten. Es ist linear, weil wir hier keine Streckenlast haben, die quer dazu liegt. Ansonsten hätten wir da eine Parabelform mit dem Verlauf.
Gut. Dann bleibt weiterhin die Frage, was passiert da oben? Um es herauszufinden, können wir die Gelenkreaktion hier oben bestimmen. Zeigen wir da. Aus dem Momentengleichgewicht und unteren Knoten würden wir diesmal herausfinden, dass die Gelenkkraft hier 1 durch L ist. Okay? Das hier ist kein Pendelstab mehr. Es ist immer noch geradlinig. Wir haben immer noch keine Querbelastung drauf, aber diesmal haben wir einzelne Momente drauf. Deswegen ist es kein Pendelstab. 1 durch L ist die horizontale Kraft da. Die können wir übertragen auf den weiteren Teil, analog zu der Berechnung, die wir hier oben durchgeführt haben. Ich wollte es weniger ausführlich machen, aber ja, machen wir doch kein Ding. Also 1 durch L hätten wir dann hier an dieser Stelle. Was heißt das für uns, dass wir so einen Moment aufbauen? Sowas. Es geht um die Ecke hier. Und geht konstant zu null. Genau. Und das hier ist genau derselbe Moment. Nee. Ist es genau dasselbe? Das muss ich mir mal überlegen. Es ist nicht genau derselbe Moment, dass wir eben Teil 4 haben. Nee. In Teil 4 hatten wir keinen Moment hier oben, sondern da oben. Nee, Moment, wie war das überhaupt noch? Ah, ich weiß es nicht genau. Es kann doch interessant sein, zu zeigen eher, wie war das überhaupt. Oder uns schnell zu überlegen, wie es war. Und dann können wir uns eher die Berechnung sparen. Weil wir haben die Berechnung eher schon durchgeführt. Also wie war das in Teil 4? In Teil 4 war es eher so gewesen. Also ich habe schon gesagt, das Video, das ihr jetzt guckt, ist Teil 5. Eine Playlist sozusagen. Also ihr könnt einfach Teil 4 angucken. Das meine ich die ganze Zeit da mit Teil 4. Wir hatten dort eher das Gelenk hier eingefügt. Okay, und wir hatten dementsprechend dann die 1-Momente so. Die Vertikalkraft hier ist weiterhin 0, die Vertikale hier auch 0, das hier aus Momentum, das hier ist und das Knoten, das hier aus Summalkräften und Vertikalrichtung, das hier aus Summalkräften und Unterrichtung, damit ist das Moment hier auch 0, hier auch 0, der Sprung hier drin von 1 linear zu 0, der Sprung hier dann von 1 in die Richtung linear zu 0, genau, und die Kraft hier weg dann so, weg hier so. Ja. Tatsächlich. Ich überprüfe kurz mal etwas an der Stelle. Ich habe wieder das Gefühl, dass ich das falsch mache. Ah ne, es ist okay. Es ist okay, sehr schön. Genau, also es war dasselbe. War das wir dann. Ich nenne es mal M1, Teil 4. Und wir sind gerade in Teil 5. Es war genau dasselbe. Okay, was war Delta 1 0, was war Delta 1 1? Also das hier mit sich selbst kuppeln, das Ergebnis war 2.
EI durch L, nein, das war L durch EI. F4 haben wir vor kurzem berechnet, deswegen habe ich jetzt noch im Kopf. Sorry. Und Delta 1 0, genau, das ist derselbe Verlauf und M0 plus 2 ist letztendlich derselbe Verlauf gewesen. Von daher wäre es auch dasselbe Ergebnis. Es war minus. Nee, 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 es war nicht minus. Es war positiv. Mit. Das war das noch 25, 25. Genau. QL hoch 3 durch EI. Also wirklich, die Verläufe sind genau dieselben letztendlich. Deswegen führe ich hier das Gruppe nicht mehr erneut. Und x1 aus der Superpositionsprinzip wäre minus Delta 1, 0 durch Delta 1, 1. Es führt dann zu 25 Vierzigstel durch 2 letztendlich. Mit dem Minus noch. Minus 25 48. QL Quadrat. Ein L kühlt sich weg und die EI verschwinden letztendlich. Ja, also dasselbe halt. Dasselbe. Ups. Und Go Gesamt dann, M Gesamt hat dann hier die minus 25, 48. Kann man dann hier eintragen. Also das war die Situation damals, aber wir können das ja auch hier einsetzen. Und ihr merkt dann, es wird dann zu derselben, oh, aufpassen, dann nicht auf der rechten Seite, sondern hier auf der linken Seite dann. Und hier nicht unten, sondern oben. Und in Teil 3, wie war das? Grundsätzlich, es ist grundsätzlich derselbe Verlauf, aus unterschiedlichen Gründen, aber derselbe Verlauf letztendlich. Das Gelenk dann hier steht das Gelenk da oben, aber ihr merkt, wir bekommen dasselbe, weil der untere Teil hier auch letztendlich unbelastet ist in beiden Fällen. Gut, dann ist es dann, hier haben wir die 1,5 nochmal von Nullerswahl da oben. Die Situation hier. Jetzt kommen wir 5 mit der Parabel und es geht rund um die Ecke. Und das ist ungefähr dreimal, was wir eigentlich da haben im roten. Ich habe es einfach nicht maßstabgetreu gezeichnet. Dann geht das hier auch linear zu 0. Dann hier diese Verbindung nochmal und ups. Leicht und die Korrektur bei Achtel anzuhängen. Das war nicht geplant. Dann, genau, dann die Korrektur bei Achtel da auch anzuhängen. Das ist wirklich nur eine Wiederholung. Wir haben genau das hier schon gemacht. Gut. Das ist der Verlauf. Hier haben wir die 1, 48, also im negativen Bereich dort hier die 25, 48. Jetzt haben wir nicht mehr. Es ist 0,5, es ist 0,5 plus 1, 48. Grundsätzlich. Hier haben wir die 1,5 und hier ist es konstant mit 0. Ja, das ist die Situation, das ist N gesamt. Hier kann man da auch die 1 Achtel eintragen. Und hier auch das Ganze hier ist ein Achtel letztendlich. Detail da links, nur links ist minus 1,96, aber ja, das war's.
Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wie ihr hier gesehen habt, ist es dann egal, welches statisch bestimmtes Grundsystem man anwendet, sobald dieses System dann nicht kinematisch ist und dass es tatsächlich aus der Reduktion des ursprünglichen Systems kommt. Das heißt, gewisse Bindungen wurden weggelöst, man darf keine Bindung hinzufügen. Dann kommt man zu derselben Lösung, zum selben M-Gesamten, zum selben gesamten Verlauf. Gut, das war's. Bis zum nächsten Mal.